Hier ist euer Dr. Einstein heute mit einem neuen Video, und zwar habe ich heute was ganz Interessantes. Man könnte schon sehen, hier überall dieses Grün, und zwar geht es hier heute um den X-Tool F1. Hierzu gibt es auch noch diesen Ablauffiller, den habe ich noch da stehen. Wir werden das ganze Video hier in zwei Teile aufgliedern. Warum? Ist relativ einfach. Ich möchte euch zu einem mal die Produktpalette hier zeigen, einmal diese Grundfunktionen zeigen, was dazugehört, und zum einen einen zweiten Teil machen, wo ich denke, wo wir dann eher in die Praxis gehen und euch dann auch die Ergebnisse hier von diesem Laser präsentiere. Sonst wird das Video einfach so ultra lang. Ja, ganz kurz, wir fangen an, ich weiß nicht wo, ich glaube auf der Seite fangen wir an, nämlich beim Ablauffilter. Ist nicht ganz so umfangreich, da hier ist ein bisschen schneller und einfacher erklärt. Der Ablauffilter ist eine ganz, ganz nette Sache. Also ich habe hier schon natürlich alles schon fertig gemacht. Also ich habe schon mit dem Laser gearbeitet und kann natürlich jetzt halt auch schon ein Fazit ziehen. Also der Ablauffilter hier, ich kann mal aufmachen. Der hat hier so einen Deckel, den macht man hier auf, und dann befindet sich auf der Innenseite so eine Filterbox. Also das sind mehrere Schichten, in denen das gefiltert wird, und dann wird es rausgeblasen. Machen wir ganz kurz zu. So, also wir filtern hier die Luft, aber wirkt es denn auch wirklich so? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe hier, ich gucke gerade nämlich rüber, ich habe hier so eine Art, ja, Gritzelblock, kennt jeder, so ein Gritzelpapier habe ich gelasert, ich habe hier Acryl gelasert, ich habe hier mehrfach Holz gelasert, weil ich nämlich probiert habe, wie die Einstellung hier am besten für mich, also mehrfach Holz gelasert, ich habe, wie gesagt, Edelstahl, ich habe hier Leder oder Kunstleder, und ich habe hier Schiefer gelasert, also relativ viel. Ihr seht, was ihr im zweiten Video, Teil 2 besser gesagt, hier alles seht. Und ich muss sagen, ich habe es hier in diesem Innenraum hier gemacht. Kein Problem. Das Einzige, was man ein bisschen gerochen hatte, war tatsächlich minimal ein bisschen das Holz. Da liegt es aber eher daran, ich glaube nicht, dass es an dem Filter lag, sondern tatsächlich an dem fertigen Holzstück, was ich dann in der Hand hatte. Und das riecht noch ein bisschen nach, wenn man den lasert. Ich bin aber der absoluten Überzeugung, dieser Filter, und es hat mich wirklich, also meine absolute freie Meinung, wirklich fasziniert, wie gut er diese Gerüche hier wegfiltert. Die Lüftung ist so stark, zieht hier wirklich den Dampf hier rein. Und ich habe auch ein Stück, das habe ich leider ein bisschen vermurkst, kann man sagen. Da ist da richtig viel, bei so einem Lederstück ist da relativ viel, ist, wie gesagt, seht ihr später, viel Dampf entstanden. Und nachdem ich dann hier abgebrochen habe, ich gemerkt habe, okay, das Stück wird hier nichts, überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe hier am Geruch nichts wahrgenommen. Also wirklich, wirklich gut. Ganz kurz zum Gerät. Auf der Vorderseite sehen wir nicht viel. Wir sehen hier lediglich so einen Einschaltknopf, der ist hier in der Mitte. Man kann manuell starten, man kann den unabhängig von diesem Laser im Endeffekt auch starten und auch laufen lassen. Aber wenn man uns die Rückseite hier mal anschaut, dann sehen wir hier zwei Anschlüsse, und das Rohr ist natürlich mit dabei, also das ist flexibel, das kann man natürlich dementsprechend, wie man es gerne möchte, in die Länge ziehen auch noch. Das ist überhaupt kein Problem, ich habe es hier jetzt bloß ein bisschen kleiner gelassen, damit es hier schön auf den Tisch passt. Hier oben zieht er rein und hier unten bläst er wieder raus. Also wir schließen hier auf der Rückseite, das zeige ich euch auch gleich vom Laser, da wird die Luft rausgeblasen, hier wird sie angezogen und hier unten kommt sie wieder raus, wird einmal durchgefiltert und kommt unten wieder raus. Das Schöne ist, hier drin, das ist noch sogar original verpackt, ist nochmal so ein Schlauch. Also ich habe hier zwei Schläuche, der eine in den Filter hinein, und wenn ich möchte, kann ich tatsächlich diesen Filterausgang auch zum Fenster rauslegen und kann dann direkt herausblasen. Das ist auch noch möglich. Ich persönlich habe es nicht gemacht, weil ich auch testen wollte, wie die Geruchswahrnehmung ist. Und ich muss euch sagen, das war überhaupt kein Thema gewesen. Ja, zu den Anschlüssen aber ganz kurz da unten. Wir sehen hier Max und Min, da ist so ein kleiner Schalthebel. Kann man noch entscheiden, wie stark man die Saugung absaugen möchte. Ich habe auf Max gelassen, das ist überhaupt keine Frage, denn die Gesundheit geht vor. Lieber zu viel gefiltert und ein bisschen mehr Lautstärke dafür, aber dafür tatsächlich die Luft so gut wie möglich, die Luftqualität. Ein Einschaltknopf, wir haben hier ein Netzteil, und wir haben hier, und das ist ganz, ganz, ganz interessant, ein USB-C-Anschluss. Diesen USB-C-Anschluss, damit können wir hier das Ganze mit dem X-Tool F1 verbinden. Das bedeutet, wenn der Laser hier startet, startet der Luftfilter automatisch
mit. Wir brauchen hier nicht manuell zuschalten, ist dann nicht nötig. Das Verbindungskabel ist absolut ausreichend. Natürlich liegt auch ein USB-C zu USB-C Kabel hier mit bei und wir können hier problemlos alles miteinander verbinden. Man muss nichts extra dazu kaufen und dann funktioniert es auch reibungslos. Habe ich getestet, bei all meinen Sachen habe ich den automatisch zuschalten lassen. Sobald der Laser startet, geht er an. Wenn der Laser fertig ist, zieht er noch eine gewisse Zeit. Jetzt müsste ich lügen, ich glaube, es waren so um die 10 Sekunden, zieht er noch ein bisschen nach, auch mit voller Leistung und dann schaltet er erst ab, damit auch tatsächlich hier noch die restliche Luft, die hier ausschweift aus dem Werkstück, hier noch abgezogen und gefiltert wird. Also, absolut begeistert, muss ich wirklich sagen, und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn ich diesen Handlaser hier habe, den tue ich ja nicht ständig auf die Terrasse rausheben, der passt wunderbar in eine Werkstatt mit rein, diesen Filter kann ich absolut empfehlen, also mit gutem Gewissen empfehlen, hat mich total überzeugt, finde ich total genial gelöst. Das zu diesem Filter, also wie gesagt, nicht viele Einstellmöglichkeiten gibt es, habe ich euch gezeigt, hier der Laser. Und da möchte ich auch mal ganz fix an der Rückseite anfangen. Ich glaube, ich stecke den mal ganz kurz aus. Ich habe nämlich den Strom hier nämlich noch an. Und möchte euch mal ganz kurz ich mache mal die Klappe runter, dann stört ihr auch nicht, die Rückseite einmal zeigen. Wir sehen auch hier, total simpel, genauso dasselbe, der Anschluss für dieses Rohr, wo er rausbläst. Da ist ein Lüfter noch mit drin. Und wie gesagt, ich habe es euch gezeigt, man kann es hier in dem Bild sehen, wie stark der hier absaugt. Wunderbar klappt es, ein Einschaltknopf. Wir haben hier das Netzteil. Uppala, jetzt geht das Ganze schon auf. Wir haben hier natürlich die Verbindung zu diesem Abluftfilter, der hier als Filter so angezeigt wird, als kleiner Knopf. Ich kann es euch mal unter der Kamera zeigen, dann seht ihr das, glaube ich, ein bisschen besser. Nicht, dass ich jetzt hier so erzähle und keiner sieht was. So, ich hoffe, so sieht man es deutlich besser. Also hier nochmal ganz kurz Einschaltknopf, Netzteil. Dann haben wir hier ein Pluszeichen. Ich hoffe, man kann es auf diesem Aluminium sehen. Und hier diesen Luftfilterzeichen. Hier kommt noch ein Netz, also der Schlüsselschalter im Endeffekt. Das ist hier, das ist ja USB. Hier lässt das sich praktisch verriegeln und entriegeln, wenn man das so nennen darf. Also ein Schutz nochmal, das kann man mit wegnehmen. Und dieses Pluszeichen, da gehe ich auch nochmal drauf ein. Das ist, wenn man hier zusätzlich zu dem Bauteil gibt es natürlich so eine Rotation noch, zum Beispiel für Gläser oder Dosen, also für Rundmaterial im Endeffekt. Und es gibt hier eine Art größeren, ja, so einen Lift, der verfährt so seitlich. Da lässt sich dann dementsprechend mehrere Holzstücke nacheinander bearbeiten. Das ist damit möglich, ist hier im Lieferumfang nicht mit dabei, kann man separat bestellen. Habe ich jetzt auch nicht testen können, ist aber hier der Anschluss dafür. Und ich zeige es euch dann später in der Gebrauchsanweisung. Wunderbar bildlich dargestellt, wirklich, wirklich ganz toll. So, jetzt machen wir hier mal kurz weiter. Wenn ich den Ganzen jetzt hier rumdrehe, sehen wir hier außen nochmal zwei USB-Anschlüsse. Hier ist der USB-Anschluss für unseren PC, wenn wir möchten. Das ist ein USB-C und da ein Netzteilanschluss. Das ist kein USB-C, das ist so ein, ja, der oben ein bisschen zu halb abgerundet ist. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht dazu, nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ich glaube, so ein Micro HDMI wäre aber falsch. Ihr wisst, was ich meine. Ich zeige es euch mal näher. Nicht, dass ich dann sage, ich habe es nicht gesehen. Da, so schaut er ungefähr aus. Man kann es erkennen. Ich weiß nicht, wie der Anschluss heißt. Da bin ich einfach so blöd für. So, aber jetzt machen wir mal weiter. Wir haben hier einen Notausknopf. Notausknopf. Ganz wichtig ist dabei, Sicherheit geht immer vor. Der funktioniert natürlich auch zweifelsohne. Und hier dieses X-Tool-Zeichen. Verbirgt sich hier ein bisschen unterm Glas, kann man hier nicht schlecht sehen. Ich glaube, wenn ich das hier hochdrücke, kann man es auch nicht sehen. Das leuchtet dementsprechend. Und je nachdem, wie es leuchtet, ist hier außen eine kleine Tabelle mit einer Art, ja, was, wenn. Ja, es blinkt, es irgendwas macht, dann wird hier erklärt, welche Ursache das Ganze hat. Diesen Aufkleber würde ich auf keinen Fall empfehlen, es stört auch nicht weiter und bietet einfach, wenn ein Fehler mal anliegt an diesem X-Tool F1, dann kann man hier schön nachlesen und sieht dann auch gleich, was damit los ist. Ich habe zum Beispiel hier die Haube für das ein oder andere Video offen gelassen, wo ich wenig Verdampfung habe, einfach damit man die Aufnahme besser sieht, hier auch im zweiten Teil ersichtlich dann. Dann blinkt zum Beispiel das Symbol, läuft dann weiter, blinkt und da kann man auch schon nachsehen, woran das Ganze dann liegt. Also, das ist auf jeden Fall möglich. Und auf der Rückseite, habe ich euch das gezeigt unter der Kamera-Rückseite? Ja, habe ich euch gezeigt, ja. Auf der Seite waren wir nämlich jetzt halt hier, wo der Aufkleber ist. Hier haben wir noch einen Drehknopf. Das zeige ich euch gleich mal in der Praxis. Das ist viel, viel besser.
Natürlich kann ich es euch gleich nochmal vergrößert darstellen. Habe ich es an? An. So, wir haben hier einen Drehknopf hier außen, den habe ich euch mal ganz kurz gezeigt. Nochmal, hier außen ist ein Drehknopf und hiermit lässt sich der Kopf hier innen drin verfahren. Man sieht ihn hier langsam kommen und hier unten haben wir zwei Fokuspunkte. Wir haben hier einmal, jetzt kommen wir gleich nämlich zu den Details hier von dem Laser, hier einmal einen 2 Watt Infrarot Laser und einen 10 Watt Diodenlaser. Das ist hier vereint und beide Punkte, einer ist blau, einer ist rot, ist praktisch der Fokus. Wenn ich hier hoch und runter fahre, da muss ich so fahren, dass beide übereinander liegen. Dann habe ich den perfekten Abstand zum Werkstück. So einfach ist das, lässt sich hier über den Drehknopf hier vollständig elektronisch verfahren. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Der Druckknopf selber hat noch ein paar andere Funktionen, zum Beispiel zum Starten, dass der Laservorgang beginnt. Also man kann hier in der Software, habe ich hier über so einen kleinen X-Book einfach hier installiert. Der Laser ist bei mir im WLAN mit drin und dann kann man ihn hier wunderbar abrufen. Da gibt es ja die Software-eigene, kommen wir im zweiten Teil noch mit drauf, Software von betriebseigene, firmeneigene Software, so muss man sagen. Die habe ich hierzu verwendet, hier vorab, ohne dass ich großartig spoilern will, definitiv zu empfehlen. Und ich würde da auch tatsächlich die Software vor Lightburn und Co. empfehlen, weil es so gut funktioniert hat. Ich habe keinerlei Probleme gehabt und war mit den Ergebnissen so zufrieden. Nur eine Empfehlung schon mal am Rande. Ja, machen wir mal weiter. Also hier habe ich gesagt, den Fokus kann man hier mit einstellen. Und wir haben hier nochmal außen unten drunter noch einen Knopf. Für was war der Knopf? Für was war der Knopf? Ich muss mal schauen. Ah ja, das war der Knopf für den Rahmen. Also wir können praktisch, bevor wir das Bild starten, einen Rahmen bilden, wo wir sehen, wohin wir dann lasern, wie groß unser Bild tatsächlich ist. Habe ich gar nicht gebraucht. Lässt sich wunderbar über die Software auch nämlich aktivieren. Und absolut mega. Also dieses Viereck da, wo dann gebildet wird, kommt in der Kamera vielleicht ein bisschen falsch rüber, weil die Bildwiederholungsrate nicht ganz passt. Ist durchgehend wunderbar zum Fixieren. Da kann man nachschauen. Wirklich reibungslos. Dafür ist eigentlich der Knopf, hat man wie gesagt nicht gebraucht. Ja. Und dann kann man hier den Knopf drücken zum Starten dann, wird dann auch auf der Software gezeigt. Und der Knopf, den braucht man noch auch zum Verbinden, wenn man das Ganze mit dem Smartphone verbinden möchte, in der Software und der App besser gesagt. Oder ich habe hier die Windows-Version drauf oder hiermit verbinden möchte. Überhaupt kein Problem, wird wie gesagt auch sehr schön bildlich erläutert in der Bedienungsanleitung. So, dann lässt sich hier dieses Schutzglas hier auf und ab, das geht natürlich manuell, da ist hier vorne so ein kleiner Griff, hoch, runter geht es hier vorne ein bisschen schwieriger, da geht es tatsächlich von hinten, das ist wie so eine Art, ja, keine Ahnung, ist halt so, wunderbar hoch und runter fahren, sollte man unten lassen, der Schutzbrille liegt nämlich nicht bei, somit ist der hier dieser Laserraum ja auch, oder damit auch geschützt und sollte man auch verwenden. Falls jetzt der eine oder andere gleich mal fragt, 2 Watt Infrarotlaser, habe ich total unterschätzt und war total begeistert. Also dieser 2 Watt Infrarotlaser, für was kann ich den gebrauchen? Leder, für Schiefer kann ich den verwenden und für Edelstahl. Für die Visitenkarten, da kommen wir nämlich gleich dazu. Hier ist nämlich wunderbar, ich habe nicht mehr alles parat. Also wir haben hier so ein Holzstück, das ist mit hier mit dabei, wie so ein Untersetzer. Dann haben wir hier diese Edelstahl-Visitenkarten dabei, die sind in verschiedenen Farben. Da ist noch blau mit dabei, habe ich dann verwendet. Wir haben hier Edelstahl, ja, so Anhänger, Fisch, Hundemarke, Kreis, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch so ein Putztuch dabei. Wir haben Acryl dabei, habe ich natürlich eins schon verwendet, eins habe ich noch. Wir haben hier diesen Kritzelblock, da habe ich 2 Stück gemacht, sehen wir auch dann später. Und wir haben hier noch Holz mit dabei, das liegt auch übrigens hier im Lieferumfang mit bei. Was noch dabei ist, ist hier, wenn man Holz schneiden möchte, ich hoffe man kann es einigermaßen sehen, das sind so Rippen und darauf lässt sich das Holz legen und dann lässt sich das da drauf schneiden, weil in diesem flachen, das zeige ich euch auch mal, das kann man hier nämlich rausnehmen. Das ist eigentlich nur zum Gravieren als Unterlage gedacht. Hierzu gibt es auch einen Winkel, einen winzig kleinen Winkel. Ich zeige es euch mal in einer anderen Kamera, sonst erkennt man es am Schluss gar nicht.
Hier so ein Winkel ist dabei und der lässt sich hier wunderbar anschrauben, wie man da gerne benötigt. Und somit kann man immer das Werkstück immer gleichmäßig fixieren. Ja, relativ einfach gehalten. Gleichzeitig haben wir hier jetzt ein Loch hier drin. Ich glaube, man kann es sehen. Da kann man durchlangen. Da kann man das Ganze auf ein Holzstück legen. Ich mache mal hier das Ganze mal aus. Auf ein Holzstück legen, natürlich so ein Brett, wenn man hat, kann man hier nicht runterlegen. Da ist natürlich super, man kann den Laser natürlich auf das Holz stellen und kann dann hier in diesem Quadrat, was sich hier bildet, das ist 115 x 115 mm und da lässt sich dann das Symbol dementsprechend, wenn man es gerne möchte oder mehrere, dann eben anbringen oder lasern. Ja, was schafft der Laser? 10 Watt hört sich nicht viel an, dennoch schafft man hier 8 mm Holz. Man muss hier auch bedenken, wir haben hier, wenn man hier in den Modellbau gehen möchte, hier vielleicht nicht den richtigen Laser, ganz klar, der ist für andere Sachen geeignet, weil man auch die Fläche nicht hat, wie will ich denn so einen Flügel zum Beispiel für ein Modellflugzeug hier rauslasern, dafür ist er nicht da. Aber wenn man trotzdem Holz schneiden möchte, beispielsweise weil man einen Anhänger machen möchte und möchte hier ein Stück, ein Loch hier rein lasern, dann geht es natürlich hier bis zu 8 mm Holz und 5 mm Acryl lässt sich hier mit diesen 10 Watt Laser bearbeiten. Ich selber habe es nicht benötigt, fand einfach ja, keine Verwendung gerade dafür. Ist wie gesagt, könnt ihr gerne machen. Ansonsten haben wir hier ultraschnell Bilder produziert, also je nachdem, wie man es natürlich einstellt, aber der ganze Laser hier verfährt mit 4000 mm pro Sekunde, also ordentlich schnell und hat eine Lasergenauigkeit und die gucken wir uns im zweiten Teil an, das hat mich nämlich auch sehr, sehr, sehr überrascht, eine Lasergenauigkeit von 0,00199, runden wir mal auf 0,002 mm Genauigkeit, also 2000stel und Millimeter genau, feine Linien, die wir ziehen können und wir haben hier eine Wiederholgenauigkeit vom Laser, die ist noch geringer, also noch genauer als der Laser selbst, unglaublich gut und hat mich dann, ich habe nämlich die Zahl gerade nicht im Kopf, deswegen sage ich einfach unglaublich gut, war überragend. Überragend, also wirklich der Laser hier bis jetzt und alles, was ich gemacht habe, da habe ich schon, ich habe ja schon zig Laser getestet und auch einen von X-Til muss ich auch zugeben, der hier, also für den Verwendungszweck hier, ja, auf jeden Fall mega stark. Also ganz starker Laser, muss ich wirklich sagen. Und hat mich so positiv überrascht, dass ich jetzt vergessen habe, wo ich stehen geblieben bin. Nämlich hier, das möchte ich euch nochmal zeigen zum Abschluss, bevor wir dann in den zweiten Teil übergehen. Die Bedienungsanleitung gibt es hierfür auch. Ich möchte euch nichts vorenthalten, gibt es natürlich hier auch. Nicht ganz so interessant wie natürlich diese Bedienungsanleitung. Hier wird nämlich... Ich suche mal Deutsch, das ist nämlich in mehreren Sprachen, aber ihr könnt es euch hier mal ausmalen. Schaut euch das mal an, alles bildlich dargestellt und so easy, weil es eben bildlich und unter jedem Bild steht, was man zu tun hat, dass hier diese Anleitung hier farblich hier in mehreren Sprachen natürlich so toll ist. Hat mich absolut, musste ich auch nachschauen, also bin ich ehrlich, ich kann nicht einfach anfangen. Hab da mal nachschauen müssen, auch hier, wo ist hier der Zug und. Mega, also super Bedienungsanleitung. Rundet auch das Ganze hier komplett ab, weil ich, ihr merkt schon, vielleicht bin ich ein bisschen zu begeistert oder so, aber tatsächlich ist das so gut. Und die Ergebnisse, wenn ihr hier den zweiten Teil nochmal anschaut, werdet ihr sehen, die Ergebnisse sprechen auch für sich. Der Laser ist der Wahnsinn, weil wir natürlich, jetzt passt auf, wer das vielleicht kennt, es gibt den einen oder anderen Laser, der auch so ähnlich aufgebaut ist und der Spiegel oben, der sich dann bewegt, ja, fürs Lasern. Der hat das Problem, wenn er nach außen lasert, dann werden die Konturen nach außen unscharf. Das ist immer der Nachteil von solch einem Laser. Hier nicht. Ich habe hier alle Details, die ich hier gemacht habe, egal ob es nach außen hin, wie weit wir auch gehen, hat er überhaupt keine Probleme. Also man sieht, wie gut dieser Laser lasert. Also, ja, da fällt mir fast gar nichts mehr ein. So gut ist der einfach. Also wirklich Wahnsinn, kostet natürlich ein bisschen was. Und ich finde tatsächlich, wenn man diesen Laser hier und diesen Preis sieht, und hier den würde ich auf jeden Fall mitempfehlen, es ist einfach so, kostet ein paar Euro, aber man bekommt hier wirklich einen hochwertigen Laser, ist total hochwertig verbaut, beide Bauteile, auch wenn der nicht so wirkt, das schaut aus wie so ein Kasten, aber wirklich top und da kann ich mich bloß dazu positiv aus
sprechen. Und würde sagen, bevor ich jetzt hier noch irgendwann übertreibe, dass ich hier mal am Ende vom Teil 1 bin. Das, glaube ich, war so jetzt mal die grobe Vorstellung. Da habt ihr meinen ersten Eindruck, auf was ihr euch gleich einlasst. Und hier im zweiten Teil gehen wir ein bisschen mal auf die Software ein. Die muss man unbedingt mal gesehen haben. Und auch natürlich die Ergebnisse, die werden sich für sich sprechen. Und ich würde sagen, falls ihr Fragen habt zu diesem Teil, könnt ihr sie gerne hier unter dem Video stellen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, mich zu abonnieren, damit ihr auch den zweiten Teil nicht verpasst. Und über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und bis gleich zum zweiten Teil.